Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Und wir haben für heute eine Top-5-Liste vorbereitet, und zwar die Top 5 gerade noch so irgendwie erträglichen Geschicklichkeitsspiele. Und als Eingangsfrage die Frage an Markus: Du hast diese Liste vorgeschlagen. Warum tust du mir das an? Ja, eigentlich, also mich hat allgemein schon mal interessiert, welche Spiele du auf die Liste setzen wirst, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Aber ich persönlich bin ein großer Fan von Geschicklichkeitsspielen. Ich spiele zwar in der Regel, die Mehrzahl meiner Spiele, die ich spiele, sind ganz gewöhnliche klassische Brett- und Karten- und Würfelspiele, bei denen ich eine Taktik verfolge, vielleicht auch ein bisschen auf dem Glück basiert, das Ganze. Aber zwischendurch finde ich es eigentlich ganz entspannend, wenn man mal ein ganz anderes Spiel spielt, wo ich nicht nur mit dem Kopf irgendwas nachdenken muss, sondern wo auch ein bisschen die Motorik gefordert wird. Genau, das finde ich eben auch gerade das Tolle, dass man es auch mal so an einem längeren Spieleabend vielleicht zur Auflockerung spielen kann oder so als kleinen Absacker. Okay, dann meine Frage an dich, Kathi. Warum hast du Markus nicht davon abgehalten? Weil ich die Kategorie eigentlich auch interessant finde, und ich finde, es gibt sehr viele Geschicklichkeitsspiele, die sogar die einem richtigen Brettspiel sehr nahe kommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ein Spiel auf meiner Liste, was sogar abendfüllend ist. Und ich eröffne direkt meine Top-Liste, und zwar mit einem sehr kleinen Spiel, mit Maximum Throwdown. Alternativ hätte ich hier auch das Spiel Flowerfall nehmen können, was auf dem genau gleichen Prinzip beruht. Und zwar Spielkarten werden auf den Tisch geworfen. Die sollten mit der Kartenoberseite nach oben landen und zeigen dort bestimmte Symbole. Bei Maximum Throwdown sind das jetzt Angriffskartenziehsymbole, also oder Punkte. Bei Flowerfall wären es jetzt Blüten, die dann am Ende ebenfalls Siegpunkte geben. Und das Ziel des Spiels, oder beider Spiele, wenn man so möchte, ist es, die eigenen Karten möglichst gut zu platzieren und gegnerische Karten entweder zu verdecken oder zumindest ungünstig liegen zu lassen. Ich würde sagen, Maximum Throwdown ist ein bisschen die nerdigere Variante von den beiden Spielen, eindeutig sogar, und auch die komplexere Variante. Ich bevorzuge es jetzt etwas mehr als Flowerfall, wobei ich auch Flowerfall absolut für ein tolles Spiel halte in dieser Beziehung. Und es ist einfach lustig, Karten auf den Tisch zu werfen. Das ist so. Aber da finde ich es auch so ein bisschen ein Problem von Geschicklichkeitsspielen, dass sie die Mechanik nicht so mit dem Thema übereinstimmt. Ich meine, ich habe jetzt auch ein Spiel, was kein Thema hat, aber gerade jetzt auch bei diesem Spiel ist das Thema halt eigentlich aufgesetzt. Voll und ganz. Also die Thematik ist in beiden Fällen vollkommen irrelevant. Ja. Also ich meine, hier habe ich irgendwelche Fantasy-Rassen, aber die sind nur auf der Rückseite, die stellen nur die Rückseite der Karte dar. Ich meine, ich kann hier sogar die Fraktionen wählen. Also die Fraktionen sind natürlich unterschiedlich, aber ich meine, das sind ein paar andere Symbole oder Anordnungen von Symbolen auf der Karte. Das ist vollkommen egal, ob ich jetzt hier die Djinn oder die Drachenfraktion wähle. Es gibt keine thematische Tiefe. Das ist aber häufig. Ja, das ist aber auch häufig so, dass bei den Geschicklichkeitsspielen da nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Also ich habe ein Geschicklichkeitsspiel, das sehr thematisch ist. Auf meiner Liste. Direkt am Anfang. Ich auch, rein. Aber weiter oben. Das ist mittelmäßig thematisch. Mittelmäßig thematisch. Also, wir kommen zum ersten Geschicklichkeitsspiel, das ich mit Kindern spielen würde und auch mit meiner Nichte. Gulo Gulo. Dieses Spiel, das hatten wir auch letztes Mal die Freude, zu mehr zu spielen. Deswegen hat der Markus vorher auf seine riesigen Hände angespielt, die ihm es nicht ermöglichen, dieses Spiel auch nur halbwegs erfolgreich zu beenden. Ihr habt in der Mitte ein Bottich mit unterschiedlich farbigen Eiern, und ihr versucht, die richtigen Eier, eine Karte ist es nicht, sondern ihr habt auslegende Teilchen, und die geben euch vor, welche Eier ihr nehmen müsst aus der Schale. Und in der Schale haben wir, wie nennt man das, ein Stöckchen? Ein Signalstock. Ein Signalstock, und der steht anfangs aufrecht. Und dadurch, dass ihr die Eier rausnehmt aus diesem kleinen Topf, wird er immer volatiler, also er wird immer wackeliger. Und bei wem er dann aus dem Becher rausfällt, Markus? Ja. Wie gesagt, die große Hände sind ein Nachteil bei dem Spiel, absolut. Allerdings. Muss dann wieder zurück auf der Karte. Und das Ziel ist es als erster, das lila Ei ist es. Mhm. Stimmt, ja. Das lila Ei aus dem Topf zu angeln. Wer das macht,
der hat dieses Spiel gewonnen. Es ist, ich glaube, es ist thematisch besonders für Kinder ansprechend, aber es ist ein lustiges Spiel für zwischendurch auch für Erwachsene. Deswegen, das ist ein Spiel, das man sehr gut ertragen kann. Es ist für mich ein absolutes Top-Kinderspiel. Ich persönlich habe jetzt Kinderspiele bei mir mehr oder weniger ausgeschlossen bei der Liste. Ja, aber ich finde, dass das eigentlich, ich würde schon fast als Familienspiel bezeichnen, weil es eigentlich auch für Erwachsene interessant ist. Und dadurch, dass eben die Kinder die kleineren, filigraneren Fingerchen haben, sie sogar einen leichten Vorteil haben und dann durchaus gute Chancen haben, auch gegen die Erwachsenen zu gewinnen. Auf jeden Fall. Ich habe auf meinem Platz 5 ein Spiel, was so gar kein Thema hat. Und zwar Tumbling Dice. Das, vielleicht kennt ihr es schon von Schlag den Raab. Es geht darum, es ist ein relativ großes Spiel, wie ihr schon seht, und es besteht aus einem Holzbrett mit verschiedenen Stufen, und von der obersten Stufe schnipst man Würfel runter, und je nachdem, wo der Würfel landet, kriegt man verschieden viele Punkte, und umso weiter unten der Würfel landet, umso höher ist der Faktor. Also auf dem Brett sind Zahlen abgedruckt und das, was sozusagen dann die Augenzahl, die der Würfel zeigt, wird dann mit der Zahl multipliziert. Es ist halt, es gibt auch Fälle, die halt den Faktor 4 zum Beispiel bringen, aber die sind halt sehr schwer nur zu erreichen. Und der Trick dabei ist, dass man halt versuchen muss, möglichst gut dabei zu landen und vielleicht dann auch die Würfel der Gegner runterzuschubsen, ohne dabei sich selbst vom Brett zu katapultieren. Also es ist wirklich ein sehr anspruchsvolles Spiel. Ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt ist, dass man die Augenzahl, die man würfelt, eigentlich nicht beeinflussen kann oder nur sehr schlecht. Nee, das ist eigentlich mehr Glück. Also es geht eigentlich wirklich nur darum, seinen Würfel durch geschicktes Schnipsen von der Startplattform auf ein möglichst gutes Feld zu bringen. Ja. Der Vorteil ist, es ist mit nach der Schachtel mit bis zu 6 Spielern spielbar, aber theoretisch eigentlich, solange man genug Würfelsets hat, beliebig erweiterbar. Würde ich nicht zustimmen. Ich glaube, du bist einfach dadurch beschränkt, dass wenn zu viele Würfel auf dem Würfelbrett sind, dann sind sozusagen die Positionen nicht mehr gleich, wann du dran bist mit dem Schnipsen. Also ich glaube, man kann es noch locker erweitern auf 6, vielleicht sogar 8 Spieler, aber dann fände ich es gefährlich, sozusagen weitere Würfelgruppen noch hinzuzufügen. Aber du kannst in Teams spielen und da jede Würfelfarbe für gewöhnlich 4-mal vertreten ist, kann ich ja sagen, okay, dann bilden wir halt 2er-Teams und jeder im Team darf 2-mal einen Würfel absolut schnipsen. Richtig, aber ich würde halt sozusagen nicht beliebig weit die Würfelfarben erweitern. Stimmt. Also auch allein schon deswegen, weil ich glaube, es gibt gar nicht so viele unterschiedliche Würfelfarben. Es gibt, glaube ich, ziemlich viele. Ein Sonderhandel für Würfelfarben. Nein, was kann man zu Tumbling Dice sagen? Auf der Schachtel steht 50% Taktik, das ist gelogen. 50% Skill, das ist in meinen Augen auch gelogen. Und 100% Fun. Das ist wahr. Das ist auch gelogen. Dieses Spiel ist, also die meisten der Dexterity- oder Geschicklichkeitsspiele haben ja so ein bisschen so ein gemeines Element, weil man versucht, den anderen dabei zu reiten. Bei Jenga, man macht den Turm möglichst wackelig. Bei Gulo Gulo ebenfalls, bei Maximum Throwdown ist es auch sehr direkt. Ich werfe auf die gegnerische Karte drauf und dann sagt der Markus, was, ich bin noch hinten, du musst doch gegen Kati was machen, sonst gewinnt die. Und bei Tumbling Dice ist es sogar noch schlimmer, weil man da nämlich gezielt auf den gegnerischen Würfel im vierten Bereich abzieht. Und wenn man ihn trifft, dann verliert der Gegner so viel. Das sind die 50% Taktik übrigens. Das ist keine Taktik. Das Problem ist halt, Taktik ist relativ, weil was hilft mir die Taktik, wenn ich einfach zu doof bin zum richtigen Schnipsen? Das ist bei den meisten dieser Geschicklichkeitsspiele allerdings so. Das stimmt. Auf meinem Platz 4 hat es tatsächlich ein Rennspiel geschafft. Und zwar Pitch Car. Es geht darum, man hat eine Rennstrecke und die besteht in dem Fall aus massiven Holzplatten, deswegen ist die Schachtel auch relativ schwer, obwohl sie gar nicht so groß ist. Und jeder Spieler hat ein Auto in Form von einem runden Chip und man muss einfach dieses Auto durch Schnipsen über die Bahn bringen und wer als erstes im Ziel ist, gewinnt.
An manchen Stellen, meistens an den Kurven, gibt es Banden, wo der Chip nicht rausfliegen kann, beziehungsweise das Auto. An manchen Stellen ist es aber schon möglich. Das heißt, man muss auch wirklich vorsichtig sein. Und man darf andere Spieler, wenn man andere Spieler von der Bahn schmeißt, dann wird man sozusagen dafür auch bestraft. Also es gibt zumindest so ein bisschen, muss man schon aufpassen, dass man nicht einfach wild in der Gegend rumschnipst. Das Schöne dabei ist, ich finde, dass das Basisspiel eigentlich schon erlaubt, eine ganz schöne Strecke zu bauen. Aber es gibt sehr, sehr viele Erweiterungen, die dann noch sehr, sehr viel mehr Strecken Schanzen und was alles Mögliche erlauben. Theoretisch kann man sich wirklich in ein Wohnzimmer mit einer Strecke zupflastern. Und dementsprechend hat man natürlich dann auch viele Spielsteine und kann es auch mit sehr, sehr vielen Leuten spielen. Und es war bis jetzt wirklich immer, wo ich es gespielt habe, hat es einfach super viel Spaß gemacht. Es ist simpel, es ist schnell erklärt und durch verschiedene Erweiterungen auch immer wieder anders. Es ist ein sehr katzenfreundliches Spiel. Das außerdem. Es ist ein super Familienspiel. Und es hat es mir knapp nicht in die Liste geschafft, was mich beim Spiel ein bisschen ärgert. Ich meine, ich weiß, man sollte bei so einem Spiel, was relativ schnell geht und wo eigentlich der Spaß wirklich im Vordergrund steht, ist nicht so darauf achten. Aber für mich ist halt einfach immer, hat der Startspieler einen riesen Vorteil. Weil da ich sozusagen den vor mir eigentlich nicht rausschnipsen darf, weil ich dadurch sozusagen auch noch bestraft werde, liegt halt der, der anfängt, immer vorne. Außer er vertut jetzt mal einen Schnipser komplett. Aber wenn der wirklich gut spielt, der erste Spieler, dann ist der immer vor dir. Derjenige gewonnen, der angefangen hat. Okay, also wie gesagt, das stört mich ein bisschen beim Spiel. Aber es ist trotzdem ein super Spiel. Ich habe ein Spiel hier, was ich möglichst weit weghalte von unserem Mikro und von der Kamera, weil es zu 90% auf jeden Fall aus Magneten besteht. Und zwar das Spiel Polarity. Es ist ein Zweispielerspiel, es ist ein abstraktes Spiel. Und zwar, dieses Spiel beinhaltet gut 50 Magneten mit einer schwarzen und weißen Seite und eine Spielmatte, wobei die Matte nur eine Begrenzung ist. Und die Idee dieses Spiels ist es, die Magneten, also die Scheiben, auf dem Spielfeld zu platzieren. Der Witz ist aber, es werden zu Beginn des Spiels 10 Magnetscheiben bereits ausgelegt und jede Magnetscheibe, die ich neu auslege, darf nicht auf dem Spielbrett liegen, sondern muss schräg an einer anderen Magnetscheibe lehnen. Und zwar nicht an der Scheibe selbst lehnen, sondern auf dem Magnetfeld dieser Scheibe lehnen. Also ich hoffe, man nicht kann sich das, genau, richtig. Ich hoffe, man kann sich jetzt das vorstellen. Es gibt also eine Scheibe, die liegt auf dem Brett und ich muss die nächste Scheibe schräg hinstellen, sodass sie nur dadurch stehen bleibt, dass sie sich am Magnetfeld der bereits liegenden Scheibe abstößt. Und das ist wirklich erstens eine einmalige Idee. Ich kenne dieses Prinzip ansonsten nirgends. Allein schon mal mit Magneten arbeiten relativ wenig Spiele, die es wirklich dann auch einbauen im Spielprinzip. Und es hat irgendwie mehr als die meisten Dexterity-Games, die ich so kenne, bei denen man irgendwas irgendwo hinlegen muss. Da geht es halt darum, okay, leg das vorsichtig ab und hoffe, dass es liegen bleibt oder stehen bleibt. Und bei dem Spiel ist es halt wirklich so, dass dieses Gefühl, dass man sagt, so, okay, jetzt bin ich dort und ich muss wirklich dieses Magnetfeld spüren, diese Abstoßung spüren. Und muss dann entscheiden, okay, lasse ich jetzt los, nicht, dass der umfällt oder zusammenschnappt mit dem bereits liegenden Chip, weil das sind alles Fehlpunkte für mich. Und das gefällt mir sehr gut bei dem Spiel. Ich finde auch den Mechanismus interessant, weil ich sonst so in einem anderen Spiel nicht kenne. Aber ich finde es ein bisschen, also mir fehlt da irgendwie der Spaß an der Sache, weil ich meine, du musst halt ganz vorsichtig da was hinlegen. Ich habe jetzt, dann schnappen die Magnete zusammen, weil du zu nah dran warst, aber deswegen lache ich, also das macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Es hat mehr was von einem abstrakten Strategiespiel, da gebe ich dir voll und ganz recht. Das ist eher ein Wissenschaftsprojekt. Okay, also wie gesagt, ich gebe voll und ganz zu, es steht sicherlich nicht auf gleicher Ebene mit Pitchcar. Ich spiele es nicht in der gleichen Gruppe, mit der ich Pitchcar spielen möchte. Ja. Aber ich denke, es ist mal eine so abstrakte Idee und so andere Idee. Und dieses Magnetfeld spüren ist einfach interessant und erfordert mal eine ganz andere Fähigkeit, als die man normalerweise gewohnt ist. Deswegen gefällt es mir sehr gut. Kommen wir nun zu meinem Platz 4. Ein Spiel, das keiner von uns leider besitzt, aber wir alle tief und innig lieben. Und wenn ich den Namen des Spieles sage, dann wird es einem wie Schuppen von den Augen fallen. Es ist natürlich Looping Louie. Und Looping Louie, für alle, die es kein Begriff ist, ist ein sehr einfaches Spiel. Ihr habt in der Mitte einen Motor und eine Stange. Und an dieser Stange ist auf einem Hebel ein Flugzeug
montiert und dieses Flugzeug bewegt sich dann über den Motor in Kreisbewegungen, wie nennt man das, in Sinuskurven, Kurven auf jeden Fall. Und das Ziel ist sozusagen das ist ein verrückter Flieger und ihr habt in euren Scheunen Hühner, die sind dann auf den Scheunendächern. Und das Ziel dieses Spiels ist es, ihr habt vor eurer Scheune noch einen Hebel, wenn dieser Flieger auf eure Scheune zufliegt, ihn dann nach oben zu katapultieren, dass er das Huhn auf der nächsten Scheune oder auf der übernächsten Scheune vom Dach fegt. Der Spieler gewinnt, der als letzter noch Hühner bei sich in der Scheune oder auf dem Dach hat. Das ist ein wunderbares Dexterity-Game. Der Spielehersteller ist derzeit sehr unglücklich, weil es häufig als Trinkspiel missbraucht wird, was natürlich vollkommen absurd ist. Vollkommen. Ich glaube, bevor der Markus jetzt anfängt, das irgendwie zu kritisieren, es gibt zwei Gründe, weshalb ich dieses Spiel auf meine Liste genommen habe. Erstens, um Markus zu ärgern, das ist sozusagen meine späte Rache dafür, dass wir diese Top-5-Liste machen sollen. Ich finde das ein perfekter Grund. Zweitens, weil ich tatsächlich glaube, dass Looping Louis seine Berechtigung hat. Warum? Es ist ein Kinderspiel und als solches, glaube ich, macht es alles richtig. Es hat ein lustiges und schräges Thema, dadurch, dass ich so einen verrückten Flieger habe, der durch Scheunen fliegt. Ich habe einen sehr, sehr einfachen Mechanismus. Dieser Mechanismus hat auch noch sozusagen, dadurch, dass sich das Teil von selber bewegt, einen eigenen Motor hat, ist es auch für Kinder besonders ansprechend. Das ist irgendwie interessant, es bewegt sich, es macht etwas. Und die Thematik ist dann einfach gut umgesetzt. Und ich glaube, deswegen zeichnet es das aus, dass es ein gutes Kinderspiel ist, was sehr kurzweilig ist. Vielleicht nicht ganz so gut wie andere Kinderspiele, wie zum Beispiel Tiere stapeln, aber da kommt wieder Grund 1. Ja, ich meine, ich brauche es nicht mehr viel zu sagen. Ich finde es ein schrecklich schlechtes Spiel. Das Spielprinzip geht nur darauf hinunter, dass ich diesen dämlichen Hebel drücke. Wenn ich das wirklich... Timing ist doch das Wichtige. Wenn ich das wirklich gut kann, dann kann ich den so drücken, dass der Flieger direkt auf dem Huhn des Gegners landet, sodass er nicht mehr was dagegen tun kann. Das andere Kind ist dann sauer, haut den Hebel so stark, dass die Hühner von alleine von der Stange runterfliegen. Und jetzt erzählen wir nicht, dass es bei dem Spiel nicht passiert. Jedes andere Hammer-Spiel, jedes andere Spiel von Zoch ist mindestens genauso gut, wenn nicht deutlich besser. Es gibt genug andere motorisierte Spiele, die ebenfalls ein Geschicklichkeitsskill-Element haben, die meines Erachtens viel besser, viel lustiger sind, auch ein besseres Thema haben. Aber hey, deine Liste. Schon genau deswegen habe ich es mit drauf genommen. Platz 3. Wir sind schon auf dem Treppchen. Und auf meinem Platz 3 habe ich auch ein tolles Spiel. Also das ist ein Spiel, was ich als Kind tatsächlich gerne gespielt habe. Wie heißt das auf Deutsch? Wackelturm. Das musste mir der Markus erst sagen. Ich kenne dieses Spiel bloß unter dem Begriff Jenga. Jenga ist ein sehr einfaches Spiel mit einem sehr einfachen Spielprinzip. Ihr habt einen Turm aus Holzklötzen und ihr abwechselnd werden Holzklötze aus diesem Turm herausgezogen und oben aufgebaut. Mit der Zeit wird dann dieser Turm sehr instabil. Der Spieler, bei dem der Turm umfällt, ist der Verlierer. Alle anderen sind die Gewinner. Warum ist dieses Spiel für mich super geeignet? Erstens, es schult die Feinmotorik tatsächlich. Zweitens, es ist ein tolles Spiel für Katzen. Drittens, glaube ich, dass dieses Spiel einfach so, also es ist gleichzeitig extrem einfach und kompliziert, weil man nämlich tatsächlich verstehen muss, wie könnte diese Statik funktionieren, wann wird es zu volatil, welches möchte ich jetzt noch das Risiko eingehen und diesen einen Klotz unten rausziehen, damit das vielleicht beim Gegenüber zusammenbricht. Und ich glaube, es ist einfach toll, dann zum Schluss dieses Spiels diesen Turm zusammenbrechen zu sehen. Es ist eine sehr befriedigende, es hat etwas sehr Befriedigendes. Deswegen ist dieses Spiel bei mir auf Platz 3. Du schnaufst schon so, ich dachte, du möchtest noch was dazu sagen. Ich meine, es ist halt ein Klassiker der Geschicklichkeitsspiele. Es ist ein Klassiker der Geschicklichkeitsspiele. Das ist sozusagen, es ist, als würde ich sagen, Platz 3 der Partyspiele ist Pantomime. Weißt du, was ich meine? Es ist halt... Du glaubst, dass es überholt ist? Ja. Warum? Weil es meines Erachtens einfach... bessere Spiele gibt, wie zum Beispiel, was wir erst letztens in unserem Würfelvlog hatten,
Klick, Klack, Lumberjack, was das ähnliche Prinzip aufgreift, eine ähnliche Idee hat, aber meines Erachtens einfach ein paar spielerische Schwächen dieses Spiels ausgleicht, wie zum Beispiel, dass dieses Spiel mit einem Mal direkt vorbei ist. Ich persönlich, du sagtest gerade, das ist ein sehr befriedigender Moment. Das ist genau der Moment, den ich haben möchte. Ich weiß nicht, in dem Spiel, nur als Beispiel, ich kann in diesem Spiel super gut gespielt haben, super taktisch, perfekt alles geplant haben, ich habe immer den richtigen Stein genommen, war immer vorsichtig und immer einen Fehler und dadurch habe ich das Spiel verloren. Und das ist für mich nicht befriedigend. Punkt aus. Ich möchte sozusagen, dass ich durch einen Fehler bestraft werde beim Spiel, ist okay. Dass ich aber dadurch, durch den winzigsten Fehler, das Spiel komplett verloren habe, egal wie gut ich vorher gespielt habe, ist keine gute Spielmechanik. Es kann halt vor allen Dingen auch zu dem Punkt kommen, wo einfach jeder offensichtliche Zug weg ist und es einfach keinen Stein mehr gibt, der sich lösen lässt. Dann fliegt halt der Turm zusammen. Ich weiß nicht, wie ernst ihr Jenga spielt, aber Jenga ist ein Spiel, das ist wirklich ein Spiel, das packe ich aus, das spiele ich zwischendurch, davon spiele ich 3 oder 4 Runden, wenn ich Lust habe. Das ist ein Spiel, wo ich jetzt keinen so großen Wettbewerbs-Ehrgeiz oder Eifer entwickle. Das sage ich gar nicht, ich sage bloß, es gibt bessere Spiele an der Stelle. Also vor allen Dingen Click-Clack Lumberjack, würde ich sagen, ist kein besseres Spiel. Es ist ein Spiel, das macht ein bisschen was anders, aber ich würde nicht sagen, dass es tatsächlich eine Verbesserung zu Jenga darstellt. Einfach deswegen, weil dieser Moment, dass der gesamte Turm zusammenfällt, der ist einfach weg. Man haut immer bloß ein Stückchen von der Rinde weg. Ich weiß nicht, ich fand das bei weitem nicht so, als wir das letztes Mal gespielt haben, bei weitem nicht so interessant wie eine Partie Jenga. Ich fand das eher langweilig. Okay. Ich finde Jenga eher langweilig, weil es meistens es gibt halt die Steine, die locker sind, die ziehe ich raus und die fest sind, lasse ich drin und dann hat halt einer Pech, dass es keinen mehr gibt, den ich ziehen kann. Aber vielleicht gehe ich da auch zu technisch ran. Oder habe nicht genug Alkohol-Intus, wenn ich Jenga spiele. Ist das jetzt unsere Spielliste, die man spielt, wenn man betrunken ist? Ja, offensichtlich. Also ich kann meine Spiele auch spielen, ohne betrunken zu sein. Ja. Bei einigen würde ich es sogar sehr empfehlen. Ja. Okay, also bei meinem ist es auf jeden Fall förderlich, nicht betrunken zu sein. Und zwar ist es Hamsterrolle. Es ist schon, wie ihr seht, ein tolles Spiel, alleine wegen dem tollen großen gelben Rad, was da drin enthalten ist. Und zwar geht es darum, die Spieler haben verschiedene Steine und die müssen sie auf diesem Rad balancieren. Und zwar gibt es auf diesem Rad so verschiedene Abteile, die so abgetrennt sind mit so kleinen Trennern. Und da muss man die Steine reinlegen und das Rad darf sich dabei immer nur in eine Richtung bewegen. Das heißt, ich darf meinen Stein entweder nur ins gleiche Fach legen oder ins nächste. Wenn ich es ins gleiche Fach legen möchte, dann muss es ein Stein einer anderen Farbe sein. Der Trick dabei ist natürlich, dass sich das Rad immer weiter fortbewegt und dadurch die Steine, die früher reingelegt wurden, irgendwann runterfallen. Und wenn bei mir Steine runterfallen, muss ich die halt wieder zu mir nehmen. Und gewonnen hat dann logischerweise der zuerst alle seine Steine auf dem Rad hat, beziehungsweise halt losgeworden ist. Das Tolle finde ich an Hamsterrolle, dass es natürlich neben diesem Geschicklichkeitsmechanismus tatsächlich, finde ich, ein bisschen Strategie erlaubt, weil ich überlegen kann, welche Farbe nehme ich, was hat der Spieler nach mir, muss er dann vielleicht einen schweren Stein legen, lege ich meinen Stein vielleicht quer rein, sodass er sowieso ins nächste Fach muss. Und es hat teilweise auch witzige Momente, wenn dann sozusagen sich irgendwie Steine so verkeilen, dass sie tatsächlich einmal am Kopf stehen und einfach nicht runterfallen. Und trotzdem ist es aber schnell gespielt und es hat einen kleinen Nachteil, dass wenn sozusagen jemand hinten liegt, hat es schon sehr schwer wieder aufzuholen. Da hat vielleicht auch dann der andere einen kleinen Vorteil, aber ich finde einfach die Idee und die Umsetzung so gut gemacht, dass es mich hier in dem Fall jetzt nicht so stört. Ja. Ich komme dann zu meinem Spiel und das war das Spiel, was ich in der Einleitung gesagt habe, was abendfüllend ist oder zumindest sein kann, und das ist Catacombs. Jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ist aber als Kickstarter-Projekt meines Wissens aktuell wieder aktuell auf dem Markt, auch mit ein bisschen schönerem Artwork als das alte, weil die Schachtel teilt einem nicht wirklich mit, worum es sich bei dem Spiel handelt. Das Spiel selbst ist ein Dungeon Crawl,
Also ähnlich wie zum Beispiel Descent, wenn man so möchte. Das heißt, eine Heldengruppe geht durch ein Verlies und bekämpft dort Monster. Der Witz bei dem Spiel ist, es ist zwar alles wie bei einem typischen Dungeon Crawl, heißt, alle Spieler arbeiten als Team zusammen, bis auf einen Gegenspieler, der sozusagen die Monster steuert, aber jede Aktion in diesem Spiel wird durch das Schnipsen von Scheiben durchgeführt. Das heißt, die Helden haben Scheiben, die sie darstellen, die Monster sind Scheiben, Geschosse wie zum Beispiel Pfeil sind kleinere Scheiben, die ich dann sozusagen von meiner Scheibe aus abschießen kann, und dadurch, dass Scheiben zusammenprallen, wird Schaden ermittelt. Ich finde dieses Spiel sehr interessant. Mich hat es von der Idee her als allererstes wahnsinnig zugesagt, weil ich mir dachte so, okay, Dungeon Crawl, aber Dexterity, also Geschicklichkeit, passt gar nicht zusammen auf den ersten Blick, weil jeder, der so sich mit den anderen Spielen aus dieser Kategorie auskennt, weiß, das sind hochstrategisch-taktische Spiele, wo ich Felder zähle und versuche Schaden zu maximieren. Mhm. Und das kann ich hier nicht. Hier kommt es noch darauf an, dass ich gut im Schnipsen bin. Es funktioniert aber. Viele Zauber oder Angriffswaffen oder Angriffsmanöver werden wirklich gut umgesetzt in dieser Schnipsmechanik tatsächlich. Zum Beispiel der Magier kann ein Energiefeld erzeugen, das schützt ihn. Das muss er auch schnipsen, hat halt sozusagen irgendwo auf dem Feld so eine Energiekugel erzeugt, die sozusagen als Schirm für ihn wirkt. Für mich ein sehr schönes Spiel. Artwork in der Originalfassung ist sehr schrecklich. Es sieht aus wie Bleistiftzeichnungen. Trotz allem, den einzigen Nachteil, den man sagen könnte, ist, es dauert sehr lang, es dauert mehrere Stunden, wenn man spielt, und es ist anstrengend tatsächlich ein bisschen. Also man kann es nicht mit den Leuten spielen, die sagen so, habt ihr Lust auf ein Geschicklichkeitsspiel? Weil das ist es nicht. Also ich muss wissen, das ist ein wirklich taktisches Spiel, bei dem ich mich halt durch Schnipsen fortbewege. Aber das ist wahrscheinlich das Geschicklichkeitsspiel, wo ich die meiste Tiefe drin sehe und die meiste Anstrengung beim Spielen. Ich kann ihn nicht abschalten und sagen, ach, kein Problem, dann schnipse ich halt mal locker dahin und denke nicht groß nach, weil dann stirbt mein Charakter. Ja, ich finde auch die Idee eigentlich interessant von dieser Kombination, auch wenn es natürlich auch wieder ein bisschen aufgesetzt ist. Trotzdem finde ich es aber nicht schlecht gemacht, eben dadurch, dass die verschiedenen Angriffe noch durch andere Scheiben und so dargestellt sind. Aber für mich ist wirklich das Problem, dass es für mich zu lang dauert, weil man im Endeffekt halt doch nur Scheiben schnipst. Und dafür dauert es mir zu lange. Wie gesagt, das ist meines Erachtens das größte Problem dieses Spiels. Genau. Aber gleichzeitig, es ist halt ein schwereres Spiel, also ein mächtigeres Spiel, wenn man jetzt das richtige Wort suchen möchte. Und ich habe nachher auch nochmal ein Spiel auf meiner Liste, was eine ähnliche Thematik hat, was aber lockerer ist und was es deshalb auch ein bisschen höher noch geschafft hat. Trotzdem für mich meines Erachtens ein sehr, sehr schönes Spiel. Und wer die Möglichkeit hat, das Spiel mal zu testen oder zu probieren, soll es ruhig mal machen. Und damit ich den Tisch nicht lange belege und da mein Spiel ohnehin schon von der Kathi vorher genannt wurde, mache ich es ganz kurz. Auf meinem Platz 2 ist Tumbling Dice. Für mich ein sehr schönes Geschicklichkeitsspiel, was man immer zwischendurch spielen kann. Es macht immer Spaß, diese Würfel so eine Treppe runter zu schnipsen. Es ist für mich etwas besser als Pitchka, was auch als eines der drei großen Geschicklichkeitsspiele gilt, die aus hochwertigen Holzmaterialien gefertigt sind. Das Ganze ist ja Tumbling Dice, Pitchka und Crokinole. Und das führt für mich diese Dreierliste an. Und deshalb wohlverdient auf Platz 2. Und jetzt mache ich für euch ein bisschen Platz. Yay! Platz. Auf meinem Platz 2 ist ein Spiel, das wir bisher noch nicht hatten. Dieses Spiel ist noch in der alten Variante mit dem Titel Rampage. Heutzutage wegen Lizenzproblemen Terror in Maple City. Doppelerde, furchtbar. Dieses Spiel ist ein Dexterity-Game der anderen Art. Und zwar, das ist ein Dexterity-Game, was wirklich richtig Flavor hat. Das heißt, es wurde richtig durchgedacht. Es macht Spaß und es macht Sinn. Und wir haben dazu irgendwann mal eine Review verfasst, die wir noch nie veröffentlicht haben. Aus guten Gründen. Die Review war furchtbar. In diesem Spiel spielt ihr Monster. Und ihr, wenn ihr ein bisschen unseren Kanal verfolgt, dann wisst ihr, alles ist besser mit Monstern. Vor allen Dingen, wenn man diese Monster selber spielt.
Und in Rampage oder Terror in Meeple City seid ihr die Monster. Ihr habt spezielle Fähigkeiten als Monster. Und ihr habt vor, der Hauptmechanismus dieses Spiels ist Geschicklichkeit, denn ihr könnt mit euren Monstern, also ihr habt ein Spielfeld und ihr müsst dann eure Monster auf diesem Spielfeld bewegen. Und wie tut ihr das? Durch Schnipsen. Das heißt, ihr habt die Füße, ihr habt dann so einen Füße-Chip und schnipst den über das Feld und dahin, wo ihr kommt, da dürft ihr dann eine erweiterte Aktion ausführen. Und diese Aktionen sind dann entweder, ihr versucht ein Hochhaus einzureißen, das passiert dadurch, dass ihr euer Monster nehmt, ihr habt dann so eine Monsterfigur und die haltet ihr ein bisschen übers Hochhaus an eins der Ränder und dann versucht ihr, die so fallen zu lassen, dass möglichst viele Platten von diesem Hochhaus kaputt gehen und dann runterfallen. Hochhäuser sind so aufgebaut, dass man Platten hat und dazwischen stehen Menschen als Stabilisatoren. Meeples. Im Spiel werden keine Menschen gefressen. Genau, nur Meeples. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Menschen und Meeples. Mhm. Und ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt auch gegen andere Monster kämpfen. Da könnt ihr dann einen Bus auf euren Kopf setzen und diesen Bus versuchen, an das andere Monster zu schnipsen. Ihr könnt versuchen, das andere Monster umzupusten. Das heißt, dieses Spiel ist wirklich ein Dexterity-Game, wo ihr in die Rolle eines Monsters schlüpft und einfach versucht, Havoc und Chaos zu verbreiten. Ich finde, das ist wirklich eine extrem gute Wahl, danke, weil ich finde, es ist eins der Dexterity-Teams mit dem besten und tiefsten Thema, wo das am besten passt. Und auch eins der Dexterity-Games, das einem klassischen Brettspiel am nächsten kommt. Also es hat zwar relativ für ein Dexterity-Game relativ viele Regeln, aber ich finde, es macht auch gerade den Reiz aus, weil es dadurch eben diese Welt auch wirklich schafft und man so viele verschiedene Möglichkeiten hat und es dadurch auch abwechslungsreicher ist als so manch anderes Dexterity-Game. Ja, bei Catacombs schnipse ich nur. Hier kann ich schnipsen, Gebäude einreißen, Autos durch die Gegend schmeißen. Das ist schon viel toller. Genau, auf meinem Platz 2 habe ich aber auch ein tolles Spiel und zwar ist das Riffraff. Hier finde ich, ist auch ein Dexterity-Game, was finde ich, das Thema ist vielleicht ein bisschen aufgesetzt, aber ich finde, es ist sehr schön umgesetzt mit sehr schönem Material. Und zwar, man hat ein Holzschiff, das ist durch ein Gegengewicht ist es sehr wackelig und alle Spieler haben Karten mit Nummern und alle Bereiche von dem Schiff sind nummeriert und jeder Spieler hat bestimmte Items, die passend sind, Ratten, Fässer, sowas, was auf dem Schiff passt. Und dann muss jeder Spieler eine Karte verdeckt legen, dann wird aufgedeckt und der Spieler mit der höchsten Nummer muss dann anfangen, einen Teil von sich auf dieses Schiff zu legen. Wobei man sagen muss, dass die höheren Nummern sind weiter oben auf dem Schiff und meistens dadurch halt instabiler. Und man muss halt versuchen, seine Teile auf diesem Schiff zu balancieren. Wenn was runterfällt, dann bekommt man es wieder in seinen Vorrat und wer zuerst alle seine Teil los hat, gewinnt. Also eigentlich klassisch wie in vielen so Balancierspielen. Das Schöne, finde ich, ist hier wirklich die Umsetzung. Und was ich auch toll finde, es hat halt noch so ein bisschen dadurch, dass ich sozusagen diese Karten habe, mit denen ich entscheide, wo ich was drauflege und auch die Reihenfolge entschieden wird, noch so ein bisschen Strategieelement, was ich finde, es ganz, ganz nett macht. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, warum ich Max Spielerauswahl ausnahmsweise mal gelobt habe, dann liegt es daran, dass ich Rampage bzw. Terror in Meeple City sogar auf meinem Platz 1 habe, aus den eben genannten Gründen. Ich bin wirklich ein großer Fan von diesem Spiel und finde es super thematisch umgesetzt und wie Max gesagt hat, alles ist besser mit Monstern. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gut, kommen wir zu meinem Platz 1. Markus hat vorher schon gesagt, es gibt drei dieser großen Dexterity-Games, die mit ordentlich, mit guten, hochwertigen Holzplatten in der Regel geliefert werden. Mein Platz 1 ist ein Spiel, was keiner von uns besitzt, aber die meisten, schätze ich, kennen, und zwar Grokinole. Und Grokinole ist deswegen bei mir auf Platz 1. Es ist eigentlich ein typisches Schnipsspiel. Bräuchte man dafür überhaupt eine Holzplatte? Wahrscheinlich nicht. Es erinnert so ein bisschen an Schussern, an Murmelspielen, alles Mögliche. Ihr habt in der Regel eine runde Spielplatte, ihr habt außen so kleine Pfosten mit Gummibelag, an die man dann seine
Scheiben hinschnipsen kann und ihr versucht, möglichst nah an einen Zielpunkt in der Mitte ranzukommen. Und derjenige, der am nächsten hinkommt, kriegt am meisten Punkte. Ihr könnt auch die anderen Spielsteine rausschnipsen, so wie man es kennt. Das ist bei mir auf Platz 1, weil es am meisten dem das widerspiegelt, was ich mir von klassischen Dexterity-Games erwarte. Und zwar, ich habe ein sehr einfaches Prinzip. Es gibt einen Punkt, wo ich hin möchte, und dann versuche ich mit möglichst viel Geschick da genau hinzukommen. Und mir gefällt es deswegen am besten, weil es wirklich das Einfachste ist. Es hat nicht wie bei Tumbling Dice noch so ein komisches Glückselement, auf welcher Seite landet jetzt mein Würfel. Und deswegen finde ich es wesentlich besser. Das ist ein Klassiker und trotzdem finde ich den passendsten von allen. Okay, ich wollte dich gerade noch fragen, was für dich das besser macht als Tumbling Dice, aber okay, für mich wäre es zu simpel, muss ich einfach sagen, aber klar, es zählt sicherlich als eines der besten Dexterity Games, die es gibt. Auf meinem Platz 1 ist das Spiel Dungeon Fighter. Ich habe vorher bei Catacombs schon erwähnt, ich habe noch ein Spiel mit der ähnlichen Thematik, aber was deutlich leichter und lockerer zu spielen ist und auch viel lustiger zu spielen ist, wo ich nicht so konzentriert arbeiten muss. Dungeon Fighter versetzt die Spieler wieder in ein Verlies, dieses Mal aber vollständig kooperativ, und man versucht, die Monster zu bekämpfen. Also man hat so eine kleine Verlieskarte, geht man von Raum zu Raum, manche Räume geben einen Vorteil, manche Räume haben noch zusätzliche Schwierigkeiten, und in jedem Raum wartet ein Monster auf einen. Die Monster, denen müssen Schaden gemacht werden, damit sie nicht zurückschlagen können. Und wodurch geschieht das? Es gibt eine Zielscheibe, ein Spielbrett, das in der Mitte des Tisches ausgelegt wird, und man wirft Würfel auf dieses Spielbrett. Man könnte sich am besten so vorstellen, als wäre dieses Spielbrett eine Dartscheibe, und der Würfel ist sozusagen der Spicker, und man versucht möglichst ins Zentrum der Scheibe zu kommen mit dem Würfel. Es gibt viele Regeln, der Würfel muss vorher auf dem Tisch einmal auftreffen und so weiter und so fort. Das klingt jetzt auf den ersten Blick noch gar nicht so interessant. Was das Spiel so toll macht, ist: Es gibt verschiedene Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten. 3 Fähigkeiten pro Charakter sogar. Ich kann unterschiedliche Endgegner besiegen. Jeder Gegner ist anders. Und es gibt ganz viele Gegenstände, Waffen, Rüstungen und so weiter. Und zum Beispiel kann ich eine Armbrust bekommen. Die Armbrust macht mehr Schaden. Aber ich muss von 2 Schritten weit weg diesen Würfelwurf machen. Ich kann eine Lanze kriegen, aber die braucht Unterstützung. Das heißt, dann muss ich Max seine Hand nehmen, da kommt der Würfel rein, und dann muss ich sozusagen über Max seine Hand diesen Würfel werfen. Es ist sehr albern, aber ich kann mich selbst entscheiden, ob ich mit diesen Waffen kämpfe. Das heißt, das Spiel zwingt mich jetzt nicht, albern zu sein. Ich kann rein theoretisch einfach nur über dieses, Dart-System, wenn man so möchte, arbeiten. Aber ich kann auch versuchen, irgendwelche Trickwürfe zu machen. Darauf geht es meistens hinaus. Es sind meistens Trickwürfe, seien es jetzt, dass zum Beispiel der Würfel erst noch über ein Hindernis drüber springen muss, bevor er auf der Scheibe landet. Oder er muss von einer aufgestellten Wand auch noch abfallen. Das heißt, er wirft dann so her und dann muss er auf der Scheibe landen. Und das macht das Spiel für mich zu was ganz Besonderem. Und zwar zu einem Spiel, was ein schönes Thema hat, was natürlich ein bisschen aufgesetzt ist, könnte man jetzt sagen, aber was funktioniert. Und gleichzeitig ein Spiel, wo ich lachen kann, wo ich trotzdem taktisch ein bisschen spielen muss, weil es gibt Würfel von verschiedenen Farben. Ich muss mir überlegen, okay, wir sind ein Team. Zum Beispiel, es gibt einen blauen Würfel und jeder hat eine unterschiedliche Fähigkeit mit dem blauen Würfel, aber nur einer kann ihn verwenden. Das heißt, muss man überlegen, setze ich diese Runde den blauen Würfel ein, dann gibt der Max den grünen Würfel, hat eine andere Fähigkeit dadurch. Und das macht das Spiel für mich eigentlich zu was ganz Besonderem und zu was ganz Tollem. Und deshalb für mich Platz 1 auf unserer Geschicklichkeitsspielliste. Ich meine, das Artwork vermittelt auch das Gefühl, dass dieses Spiel absolut verdrückt ist. Ja, durchaus. Genau. Ich mag das Spiel auch sehr gerne. Ich finde Rampage allerdings, beziehungsweise Terror in Meeple City, ein bisschen thematisch besser umgesetzt. Und mir gefällt, was mir bei Terror in Meeple City noch besser gefällt, ist die Spieldauer. Da bist du so in einer halben Stunde, denke ich, ist realistisch. Da spielt man schon mal eher eine Stunde. Aber es ist okay. Oder länger. Also es ist schon lang für ein Dexterity Game. Es ist länger als die meisten Dexterity Games, geht aber längst nicht in den Bereich von Catacombs. Das stimmt. Und es spielt sich auch leichter. Das heißt, ich bin nicht so gezwungen sozusagen, okay, jetzt muss ich wirklich nachdenken, welchen Zug führe ich jetzt aus? Ich meine, das ist ein etwas anderer Dungeon Crawler, der in einer Stunde gespielt ist. Ich meine, Dungeon Crawler in einer Stunde, das ist schon... Ja. Stimmt, für einen Dungeon Crawler ist es kurz, für ein Dexterity Game eher etwas länger. Ja.
Okay, das war es soweit von uns. Das waren unsere Top 5 der gerade noch so irgendwie am Rande erträglichen Geschicklichkeitsspiele. Wir hoffen, es hat euch gefallen, es hat euch ein bisschen Einblick gegeben. Wenn ihr mit mir einer Meinung seid, dass Geschicklichkeitsspiele einfach dumm sind und wir deswegen keine Liste mehr dazu machen sollten, schreibt es in die Kommentare, lasst Markus wissen. Markus, wir wollen keine Geschicklichkeitsspiellisten mehr, auch in Zukunft. Falls ihr doch seltsamerweise mit Markus übereinstimmen solltet, tut es nicht. Dann lasst es uns auch wissen. Wir haben in letzter Zeit sehr viel Feedback bekommen. Vielen Dank. Wir freuen uns über alles, was wir an Input bekommen, was wir verbessern können. Besonders freuen wir uns auch, wenn ihr Lob habt. Das tut immer sehr gut. Genau, lasst uns wissen, was ihr denkt. Wenn ihr Wünsche habt für weitere Top 5 Listen, Top 10 Listen, schreibt es in die Kommentare. Lasst es uns wissen. Ihr wart hier bei Würfelbox und wir sehen uns beim nächsten Mal.